Schön. Was war das? Er hat mich getötet. Ja, ja, das ist mir schon bewusst, aber warum? Wegen der riesigen Hitbox. Wegen Twitch, okay. Hätte ich mich direkt mal beim Streaming-Hitbox-Gedöns beschweren. Was ja. Fällt euch ein? Hitbox ist zu groß. Ich hab extra abgewartet. Hm? So. Wunderbar. Jetzt kommt wieder dieses Riesenvieh, glaube ich. Ja, der dich eben getötet hat. Weil ich so nah wie möglich an dem Teil dran stehen wollte. Am besten durchrutschen und aus dem Bild rauslaufen. So, jetzt hast du fast volle Energie. Ein Leben. Für Needleman ist das, ne? Ja. Achso. Komm schon. Needleman. Ja, jetzt. Ja, genau, schieß noch öfter. Das macht er glatt. Also da du ja noch einen Tank hast, sieht das ganz gut aus. Sie stimmt mir zu. Oh, der hat gesessen. Also wenn er diesen Schlag da auspackt, da musst du ganz schnell verschwinden. Eieiei. Es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ey, da bist du gut durchgekommen. Kann der mal mit der Scheiße aufhören, Mann? Oh nein! Oh, verdammt! Das war's. Das? Der Typ, der kesselt mich immer ein, der Penner. Ja. Jetzt hast du natürlich keinen Tank mehr. Aber ich hab noch Mac. Ach, vielleicht hättest du den eben nehmen sollen. Hätte, Fahrradkette. Ja, ich sag ja nur. Das wäre vielleicht taktisch klüger gewesen. Achso, ist es leer. Das sagt mir auch keiner. Das hab ich doch nicht gesehen. Ja! Entschuldigung. Aber ist schon ein bisschen witzig. Ein bisschen. Hm, doch, schon. Er hat aber auch heute Spaß am Schießen. Oh Gott, leck mich! Tja, wo hat er gewonnen? So. Shadowman oder Sparkman? Nimm mal Sparkman, ich glaube, der ist am einfachsten. Weil der oben links ist, ne? Jo. Ich glaube schon. Sparkman. Ein Techniklevel. Heißt? Das sieht nach Technik aus. Achso, ja. Du bist unten im Keller. B1. Oh, das stimmt sogar. Das ist First Floor jetzt. Aha. Ich dachte, das wäre jetzt Zufall gewesen, aber das soll es anscheinend tatsächlich bedeuten. Das erinnert so ein bisschen an diese alten hier Katakis-Shooter und wie sie alle heißen, R-Type und Gladius, wie die alle hießen. Lass mich mal alle hier in Ruhe.
Sag mal! Körnerenergie habe ich wenigstens bekommen. Ja, immerhin, ne? Ist dann sehr nett. Ja, er wieder. Ach, er, der steht auch überall rum. Wo holt der eigentlich immer seine ganzen neuen Kugeln alle her, die er die ganze Zeit schmeißt? Aus seinem Popo. Na super. Was machen die? Ach du Scheiße. Vor allem, je länger man draufsteht, desto schneller gehen die auch nach oben. Habe ich das Gefühl, jedenfalls. Oh, das sieht auch nicht gesund aus. Jetzt hättest du durch müssen. Oh. Warte mal. Das ist immer so knapp. Ah, da könntest du gleich einen Hund benutzen. Ja, das mache ich auch. Wo ist der denn? Da ist er. Da ist er. Das ist Cleo. Nein, du hast Cleo gerade die Treppe runter, die Leiter runtergeschmissen. Schade. Och, Mann. Komm her. Ich schenke mir noch einen. Ich trinke mal noch was. Warte, ich kletter jetzt gleich. So. Was ist das für ein Tee? Ich trinke immer schwarzen Tee. Schön aus Friesentee. Damit kann man mich jagen. Der geht mir gar nicht gut rein. Doch, der ist super. Ich mag keinen anderen. Ich mag mehr so Früchtetee und sowas oder Minze. Ich mag keine Früchtetees. Da kann man nicht mitjagen. Boah. Schwarz muss er sein. Schwarz, heiß und Länge. Na gut. Egal, da kommen immer neue Sachen raus. Ich möchte gerne ein Leben haben. Ist wieder alles am Flimmern und alles ist hier total überlastet. So kann man echt ein bisschen Energie farmen, ne? Wow. Vor allem so. Wenn man sich treffen lässt. Da kommt nichts mehr. Nur so ein. Doch, da ist so ein Mini. Ja, Pupskacke kommt da. Pupskacke. Aha. Ist das ein anderes Wort für Bremsstreifen? Wieso? Pupskacke? Nein. Nee. Natürlich. Was soll ich das denn machen? Ich glaube, du musst warten, bis sie nach oben abgehauen sind. Ich glaube auch. Oder sind die jetzt nur abgehauen, weil du tot warst? Das kann natürlich auch sein. Nee, die gehen mir, glaube ich, normalerweise hinterher. Ja, also sind sie doch abgehauen, weil du tot warst. Ich glaube, ich müsste da Magnet Man ausrüsten, weil die Dinger aus Metall sind und magnetisch sind. Und dann kommen sie dir erst recht hinterher. Nee, dann kann ich die einfach abschießen. Meinst du? Ja, klappt gut. Oh! Okay. Du Scheiße. Hallo? Es funktioniert nicht! Okay, ich muss mich jetzt einmal treffen lassen. In welche Richtung? Das ist mir egal, Hauptsache ich fall nicht. Ja, du fällst. Ah, ich bin nicht hoch genug. Was für eine Scheißstelle. Okay, das Spiel ist echt hart. Ja. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Spiele auch erzocke. Ich denke schon so nach Kacke. Ja! Ja! Burner! Schön. Geil. War bestimmt so ein Mitleidsleben oder so. Ein Mitleidsakku. So ähnlich. Oh, bitte. Oh, mein lieber Rüdiger. Wenn er so ganz langsam an die Spitze watschelt, dann steht er. Ist
Na, ha, ha, ha. Gott, du machst das aber auch. Ja, wie soll ich das denn sonst tun? Ich krieg auch einen Herzinfarkt bei. So, wo sind wir jetzt hier? Sparkman, ne? Ja, ich denk schon. Was kann man denn da nehmen? Nimm mal den Magneten. Ich hab zwar nicht mehr viel davon, aber ich hau mal rein. Das ist ganz schön viel. Das ist schon wieder so ein behindertes Level. Nein. Der zieht schon mal richtig viel ab. Hartman. Nimm mal den. Snake muss da auch mal gegen irgendeinen wirken. Such den doch mal. Der springt immer weg, der Penner. Oh, Mann, das ist ein Arsch. Ja. Sag ihm das mal. Bist ein Arsch. So. Jetzt hat er's. Getroffen hast du ihn noch nicht so wirklich, ne? Nein. Snake Man! Nein! Snake Man. Ja, den Schlangenmann. Bringt auch nichts. Ist auch super. Snake ist total sinnlos. Was ist denn. Achso, Hartman hat man schon. Nee, Hartman hat man nicht, weil der. Nee, du hattest eben den Gedöns. Zwei Sachen hat's abgezogen mit Hartman. Das ist es ja auch nicht. Also normal oder? Ja, wie? Ich habe keinen Bock, Topman auszuprobieren. Weil da springe ich halt in den Gegner rein und das zieht halt am meisten ab. Ja. Ja, dann mach mal. Ach komm, was soll der Geiz? Topman! Der ist bestimmt top. Ja. Ganz schön geil. Macht der eigentlich viele Sachen? Nö, eigentlich nicht. Aber er ist schon scheiße. Ja. Irgendwie. Ja. Er zieht jetzt aber nicht unbedingt so viel ab, nee, ne? Springst du hin? Weg. Wo springst du hin? Ah, da hätte ich nicht springen dürfen. Der erinnert mich auch an irgendeinen Gegner von seinen Händen her. Ich weiß bloß nicht an was und an wen. Nein, ich hab mich doch gebückt, Mann! Oh, du hättest es gehabt, verdammt. Toll, und jetzt habe ich keine Energie mehr, also kein. Kein Leben mehr, ne. Geh mal jetzt noch zu Shadow Man, dann war mal überall und dann ist auch gut. Ganz ruhig, ganz ruhig, Julle. Shadow Man. Kann doch nicht sein, dass ich in ein Dreiviertelstunden nichts schaffe. Ah, passt schon. Du hast ja schon was geschafft, so ist das ja nicht. Wir haben vier, ja, aber nicht viel. Vier Leute haben wir umgebracht, ne? Ja. Jo. Von acht. Ja, aber gut, aber ich finde, das Spiel ist aber auch wirklich nicht einfach. Ich stelle mich auch immer so dumm an. Das ich, ist so. Ich glaube, ich würde mich noch blöder anstellen. Aber mal. Nee, wirklich. Ich kann das. Ich hab das dann nicht einmal gespielt. Aber ich habe halt schon die alten Teile gespielt und ich. Das ist doch ein alter Teil. Würde ich sagen. Oder? Nee. Der ist alter Teil ist Teil 1 und Teil 2. Ja, Teil 3 ist natürlich total neu. Der kam ja. Halt, letztes Jahr ist er rausgekommen. Nee, gestern. Ich würde das sau geil finden, ne? wenn die einfach so aus Spaß einfach mal für so eine uralte Konsole einfach mal ein Spiel rausbringen würden. Mhm. Wenn Nintendo sagt, oh komm, wir bringen mal ein NES-Spiel auf den Markt. Das wäre einfach nur geil. Gestern habe ich nach so Homebrew-Sachen geguckt. Mhm. Spielen, halt so Hacks von anderen Spielen und sowas, die halt wirklich auf Cartridge sind. Ja. Und wenn ich wieder genug Geld habe, also ein bisschen halt so, was man so ein bisschen ausgeben kann und so, ja. Irgendwelche Sachen, dann wollte ich mir ein paar von diesen Homebrew-Spielen kaufen. Die kosten so zwischen 35 und 50 Dollar. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, wie die Spiele dann aussehen, aber meistens gibt's ja
von